Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zu einem weiteren Zug in War in the East 2. Diesmal den Zug, momentan steht noch Zug 30 da, aber es wird unser Zug 31 werden. Was hier gerade passiert, ist der gegnerische Zug und ab und zu zeige ich ihn ja auch. Und hier passt es, glaube ich mal, ganz gut mit rein. Also Zug 31 und wir starten jetzt hier quasi mit dem sowjetischen Gegenzug und beginnen hier. Ich habe einiges ausgelassen. Der gegnerische Zug läuft jetzt schon knapp mit zwei, drei Minuten. Da passieren jede Menge Dinge, die man eh nicht sehen kann. Also legen wir hier los, wo wir sehen, was passiert. Und zwar die ersten Angriffe hier. Ich nenne es jetzt immer noch im Raum Leningrad. Natürlich sind wir einiges an Kilometern weg hier von Leningrad, 150 oder sowas. Aber um es einfach zu gestalten. Wir haben einen Angriff, den wir abwehren mit 1 zu 58. In dem Fall unsere 122. Infanteriedivision. Keine Gefahr. Weiterhin hier oben. Sehr gut. Dann haben hier ebenfalls unsere Kräfte gehalten. Ich schaue gerade mal, ist vielleicht ein bisschen laut hier. Mit 1 zu 2,3 brauchen wir uns nach wie vor keine Sorgen machen. Sowjets haben 600 Mann verloren, 11 Panzer, 2 Jäger und 2 Bomber. Weiterer Angriff mit 1 zu 2,1 hier oben, also quasi ähnliche Kampfergebnisse, wie die letzten Runden auch hatten. Jetzt wird es hier langsam ein bisschen dünner hier unten. Die 253. Infanteriedivision hat gehalten gegen eine Schützendivision, zwei Divisionen, eine Kavalleriedivision haben hier angegriffen und trotzdem ist das Verhältnis 1 zu 1,8. Nicht mehr das allerbeste. Die 253. Infanteriedivision ist auf 5.500 Mann runter. Die Sowjets greifen hier an mit knapp 25.000 Mann, kommen trotzdem nicht vorwärts, aber es wird ein bisschen enger. Ja, da muss ich auf alle Fälle aufpassen. Ja, wie erwartet, auch hier wird es ein bisschen enger, 1 zu 2,5 südlich von dem gerade eben stattfindenden Gefecht. Ja, weiterer Angriff wieder hier oben, eindeutig 1 zu fast 10. In dem Bereich brauchen wir uns also keine Sorgen machen. Wir sind halt auch maximal eingegraben mit Stufe 3. 1 zu 4,4, also in dem Sektor hier oben, der quasi unseren Bereich nach Leningrad absichert, steht noch ganz gut. 1 zu 2,4, nochmal ein Angriff auf die 253. Infanteriedivision. Und jetzt kommen wir in den Bereich Moskau und da muss die 197. Infanteriedivision zurückweichen gegen Angriffe von 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten. Eine Schützen 2, 2 Schützen, 3 Schützendivisionen, 4 Schützendivisionen, 5 Schützendivisionen mit Luftunterstützung und jede Menge Unterstützungseinheiten, die mithelfen, was zu einem Kampfergebnis oder einer Kampfstärke von 142 nach Modifikatoren angeht und wir auf 26. Das Wetter wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Das ist nicht gut gelaufen hier. Schauen wir mal, wie der weitere Vormarsch der Sowjets sich hier gestaltet. So, jetzt sind wir hier direkt östlich von Moskau. Ersten Angriff, die 20. Motorisierte und die 29. Motorisierte haben hier ganz knapp gehalten. Gegen 1, 2, 3, 4 Divisionen, gegen 4 Divisionen eine Infanteriebrigade. Ebenfalls wieder mit Luftunterstützung. Aber die Sowjets haben ja doch einiges an Flugzeugen auch verloren. Wir konnten zumindest halten. Das war jetzt schon knapp das Ergebnis. Die Sowjets hier haben hier eigentlich ein Kräfteverhältnis von 79, ihr seht es, also 131. Dann kommen verschiedene Modifikatoren dazu. Ich schätze mal hier Wetter und Ausrüstungsstand und Munitionsstand. Und dann kommen sie bloß noch raus auf einen reellen Kampfwert von 79. Wir hingegen bloß noch auf 48. Also hier wird es schon etwas knapper jetzt mit den Kampfergebnissen. Ich schätze mal einen zweiten Angriff, falls sie nochmal Kräfte ranführen können. Können sie nicht. Ebenfalls nur knapp gehalten, 1,8 zu 1. Was ich übrigens auch gerade gesehen habe, wir hatten auch ein Eingrabungslevel verloren. 1,3 zu 1. Jetzt wird es aber langsam haarig hier. Wir können es hier gerade noch so halten. Die 26. Schützendivision ist zurückgewichen. Ja, immerhin haben hier die beiden Divisionen gehalten. Ja, das war die Stellung. War das die Stellung, wo ich gesagt habe, ob ich mich da zurückziehen soll? War sie das? Ich glaube schon, jetzt ist es passiert. Ja, das war sie. Großdeutschland und das Reich wurden zum Rückzug gezwungen mit 526 Mann Verlusten, die Sowjets mit 761. Hätte ich mich wahrscheinlich, jetzt wo ich es weiß, wahrscheinlich schon eine Runde vorher zurückziehen sollen und müssen. Totenkopf kann hier halten. Erneut ein Angriff hier abgewehrt, östlich von Moskau. So, hier haben wir jetzt zwei Infanteriedivisionen von uns, die
zurückgewichen sind. Die 35. und die 162. Infanterie Division. Verloren haben wir nicht viel, 300 Mann. 300 Mann haben wir verloren, die Sowjets auch nur knappe 300, 400 Mann. Aber wir mussten hier raus. Es wird also enger im Bereich Moskau. Ja, jetzt sind wir in den Bereichen, wo wir in der Runde vorher schon etwas Probleme hatten. Hier konnten wir auch gerade noch abwehren. Jetzt sind wir schon im Bereich Rostov unten. Konnten wir eh halt. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das hier ausgeht. Wieder knapp gehalten von der 208. Infanterie Division. Hier haben die 46. und 72. Infanterie Division auch gerade noch so gehalten. Ja, das sieht schon besser aus. 1 zu 2,7. 1 zu 2,3. Ich finde, meine Einheiten machen sich hier so zusammengewürfelt, wie die einzelnen Einheiten und Korps hier sind. Schlagen sich eigentlich recht gut. Munitionsmäßig sieht es allerdings jetzt langsam etwas dramatisch aus. Ich muss also schauen, dass ich bald mal ein Superdepot hier einrichte. Der Munitionsstatus ist jetzt doch ganz schön runter. Ansonsten könnt ihr hier sehen, steht meine Verteidigung ausgesprochen gut. 1 zu 10,3. Ich frage mich gerade, was jemand. Ich hatte doch hier eine rumänische Einheit hingestellt. Wo ist denn die hin? Habe ich da nicht aufgepasst? Die sollte doch den Korridor freimachen zu den Einheiten nach vorne. Jetzt kommen die Soviet Front Attacks. Schauen wir mal, ob die Sowjets noch irgendwo angreifen. Ich gehe mal davon aus. Da musste die 267. Infanteriedivision zurückweichen. 181 Mann Verluste bei den Sowjets, 58. Da war nicht viel zu halten. Wo sind wir denn hier? Zwischen Moskau und Tula. Ist aber nicht dramatisch, wenn ich das bald überblicken kann. Die 289. Infanteriedivision musste ebenfalls zurückweichen, nördlich von Kursk. 299. ebenfalls nördlich von Kursk. Scheint sich da jetzt eine größere. Und noch die 44. ebenfalls. Auf, hier auf drei Hexfeldern breite jetzt schon ein Angriff der Sowjets. Hier sind wir bei Charkow, da mache ich mir keine großen Sorgen. So, ebenfalls noch im Bereich Charkow. Ihr seht, Kräfteverhältnis 1 zu 5,1. Da stehen wir also auch gut da. Ich sag mal, also Rückraum Charkow mache ich mir keine großen Sorgen. Ja, also Raum Charkow mache ich mir keine allzu großen Sorgen. Da sieht der Gegner keinen Stich mehr. Irgendwas, ja, wir sehen schon 1 zu 10. Da denke ich, bin ich sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, 1 zu 8,6. Ebenfalls ohne Probleme gehalten. Verluste auf sowjetischer Seite. Ich bin mal gespannt, ob sie sich hier oben aus dem Frontbogen zurückziehen. Sieht fast so aus, als wenn der Feind jetzt hier auch schon zurückweicht südlich von Charkow. Gibt es noch weitere Angriffe? Und ich hoffe sehr, dass der Elan der sowjetischen Angriffe jetzt irgendwann mal verloren geht. Wo ist denn das? Ah, okay, wir sind jetzt also hier im Bereich zwischen Leningrad und Moskau, die Verbindungslinie. 1 zu 1,5 im Bereich der zweiten. Ist das die zweite Armee hier? Nee, ist sie nicht. 1 zu 2. Das heißt, meine Einheiten hier oben sind langsam auch schon etwas schlechter jetzt in der Verteidigung. Klar, die Munition wird zur Neige gehen. Sie greifen da oben sogar mit Panzereinheiten an, sehe ich gerade. Da sind wir wieder im Bereich nördlich von Moskau. Da haben sie heute schon eine Bresche reingeschlagen. 1 zu 4,6. Tatsächlich, die Aktivitäten jetzt hier in dem Bereich werden immer stärker. Und ich bin da relativ. Hier haben wir sogar einen Rückschlag erlitten. Die 96. Infanteriedivision musste zurückweichen. Wir hatten 10.000 Mann, die Sowjets 28.000 Mann. Ja, unsere Festung ist zerstört worden oder unsere Gräben. Gut. Trotzdem, ich bin immer noch zuversichtlich im Raum Moskau. Glaube ich, werde ich halten können. Hier 1 zu 2,7 gegen die 129. Infanterie und die 290. Infanteriedivision. Ich hoffe, dass es jetzt langsam mal war mit den sowjetischen Angriffen.
1 zu 3,4 im Bereich der 216 Infanteriedivision. Okay, hier mussten die zwei Regimenter von der 258. Ausweichen, sich zurückziehen, gegen einen Angriff von 1, 2, 3, 3 Infanteriedivisionen und 3 Brigaden. Ich gehe mal davon aus, dass der Feind... Oh, der kann tatsächlich noch hier reinrücken. Hätte ich nicht gedacht bei dem Combat Delay von 3. Verteidigen, wir haben gehalten mit 1,4. Wo sind wir denn hier? Zwischen Orel und Tula. Weiter Rückzug hier von der 299. Infanteriedivision. Bin jetzt dann gleich mal gespannt, das Ganze auf einer übersichtlichen Karte zu sehen, also ein bisschen weiter rausgezoomt, um zu erkennen, wohin sich der Feind jetzt bewegt. Bei Kursk haben wir jetzt auch Panzerdivisionen im Einsatz. Sowjetische Panzerdivisionen. Na, jetzt werden hier schon Frontlinien gebildet. Dann wird es wahrscheinlich noch den ein oder anderen Versorgungsflug geben. Aber da schalte ich jetzt derzeit mal ganz kurz auf die Pause, denn da passiert jetzt erstmal nichts Interessantes mehr. Wir sehen uns dann gleich bei der Auswertung dieser Runde. So, dann ist die Zwischenphase auch schon rum. Wir können uns den Turn Summary mal anschauen. Letzte Runde haben wir 38.000 Mann verloren. 148 Flugzeuge, wisst ihr was? Das schauen wir uns am besten auch wieder in der Grafik an. Da ist es deutlich besser zu sehen. Manpower Losses. Wir hatten letzte Runde 30.000 Mann Verluste, die Sowjets 72.000 Mann Verluste. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir schauen uns mal an, was an Flugzeugen abgeschossen worden ist. Wir hatten letzte Runde 146 verlorene Flugzeuge, die Russen 855. Das ist gut, wenn wir uns mal anschauen, wie viele Flugzeuge derzeit auf der Karte sind. Die Sowjets haben jetzt noch 6.200 Flugzeuge, wir 3.500. Wir haben aber noch einige, ja, wobei die sind auf der Karte, die habe ich ja nicht abgezogen. Okay, schauen wir mal Total Man. Wobei interessanter ist, wie viele Männer auf der Karte sind. Wir haben 3,7 Millionen und die Sowjets 3,9 Millionen. Das ist gut, die Zahlen sind wieder ein bisschen gesunken. Wir nähern uns wieder an. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Nächstwichtige ist, wie sieht es mit der Logistik aus? Mittlerweile haben wir fast 10.000 Fahrzeuge im Pool. Das ist sehr, sehr gut. Die können also wieder irgendwo transferiert werden in die Depots zu den Einheiten. Und Nachschub haben wir 24.000 Tonnen von 40.000 benötigten. Sind 2.000 Tonnen mehr als letzte Runde. Auch schon nicht so verkehrt. Trotzdem gibt es natürlich viel zu tun. Und damit fangen wir jetzt auch gleich an. Als erstes müssen wir wir haben noch neue Events. Schauen wir mal ganz kurz rein. In Smolensk haben wir massive Partisanenaktivitäten. Sowjetpartisanen ist wie immer Second Happy Time. Oh, das ist mir jetzt ein bisschen viel zum Durchlesen. Geht es hier irgendwie um U-Boote? Second Happy American Shooting Time. Okay, da geht es darum, dass deutsche U-Boote amerikanische Schiffe jagen vor New York. Tut jetzt hier zum Spiel aber keinen großen Mehrwert. Wir schauen uns mal das Wetter an für diese Woche. Genau, sind die Blizzards ja quasi westlich von uns. Ich sage jetzt mal Frontlinie, Frontbereich hier der Heeresgruppe Nord ist betroffen, aber Heeresgruppe Mitte und Süd haben bloß noch Schneefall. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir können auch mal schauen, wie es denn derzeit aussieht. Wir haben im Bereich der Heeresgruppe Mitte vor allem sehr tiefen Schnee. Im Bereich der Heeresgruppe Süd allerdings bloß noch Schnee. Das heißt, wir können dort auch die ein oder andere offensive Operation mal vielleicht durchführen. Und jetzt schauen wir uns aber nochmal an, wie das Wetter nächste Woche wird. Es zieht noch weiter Richtung Westen. Nach Westen und ein bisschen nördlich. Das heißt, wir können mit der Situation, die jetzt auf der Karte ist, dann auch in den nächsten Runden einigermaßen zurechtkommen. So, schauen wir mal, was wir derzeit für Aufträge für die Luftwaffe haben. Aufklärungsflüge, was haben wir hier oben für Wetter? Schneefall. Das ist ganz gut. Vielleicht sollte ich den einen Aufklärungsauftrag etwas weiter nördlich setzen. Wir hatten ja hier doch recht intensive Angriffe der Sowjets. Da möchte ich jetzt mal schauen, inwieweit die in die Tiefe geht, die Aufklärung der Sowjets. Schauen wir uns mal da was rausfinden. Dann natürlich weiterhin Aufklärung im Bereich Moskau. Wobei, da weiß ich ja, was mich erwartet. Vielleicht setze ich die auch noch einen Tick weiter
nordwestlich, um den Bereich da drüben ein bisschen abzufotografieren, was da so los ist. Dann die Luftüberlegenheitsauftrag über Moskau lassen wir nach wie vor bestehen. Der ist in Ordnung. Dann die Luftunterstützung von der Luftflotte 1 geht zur 9. Armee. Belassen wir da auch. Dann Aufklärungsmissionen hier im Bereich nochmal Luftflotte 1 im Raum Tula. Ist auch in Ordnung, wir haben zwar keinen Jagdschutz, aber ich muss trotzdem wissen, was da ist. Die bleibt. Und ebenfalls hier noch im Raum bei Kursk, die bleibt ebenfalls bestehen. Dann Luftaufklärung hier bei Charkow in Ordnung. Luftaufklärung. In dem Bereich belassen wir es auch. Da scheint der Sowjet gerade nicht stark zu sein, aber da möchte ich natürlich schauen, dass da nicht doch mehr lauert als gedacht. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob mittlerweile die ein oder andere Luft, da sind einige noch nicht, Transportgruppe Süd. Ich verlege die mal vor nach Dnipropetrovsk. Hier gibt es, glaube ich, manchmal einen Bug, dass es manchmal so groß angezeigt wird. Die Verlegung, ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Transportgruppe Süd. Das habe ich manchmal. Ich möchte sie jetzt eigentlich verlegen, dass sie so breit aufgestellt ist hier. Nee, da stimmt gerade irgendwas nicht. Hä? Da stimmt gerade irgendwas mit der Auswahl nicht. Was könnte das sein? Die Rumänen wollte ich eigentlich auch runter verlegen. Zweite rumänische Flottilla, die dritte. Jagdgeschwader 77. Wo sind denn meine ganzen Jagdgeschwader 52? Ich bringe mal das Jagdgeschwader 52 weiter nach vorne. Wieso ist denn diese Auswahl heute so breit hier, wo ich die Einheiten hin verlege? Verstehe ich nicht. Und das Jagdgeschwader 77, vielleicht sollte ich die tatsächlich auch mal eher ein bisschen Richtung Norden verlegen. Da, wo es auch gerade Probleme gibt, machen wir das mal. Hier hoch nach Orel. Da verlege ich jetzt auch den Kampfgeschwader zur besonderen Verfügung. Verstehe ich nicht. Ich meine, das ist jetzt gerade ein Rätsel, warum die so breit, warum ich die nicht gezielter irgendwo hinstellen kann. Ging doch immer. Eigenartig, ja, aber gut, so ist das eben. Hier ebenfalls. Riesengroßes Auswahlfenster, das ich gar nicht haben möchte. Ja, dann lass mal das. Also, bevor ich da jetzt frustriert bin, wie gesagt, Luftflottenmanagement ist echt irgendwie komplex. Ich weiß nicht, warum jetzt diese Einheiten hier, ich die nicht in kleinere Bereiche stellen kann. Meistens geht's, manchmal nicht. Und ich habe leider kein Wissen darum, warum jetzt dieses Fenster, wo ich die Einheiten verschiebe, so riesengroß ist. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Hier wird's kleiner, oder? Ja, klar, weil ich jetzt hier drüben rausgehe, verstehe ich nicht. Naja, gut, dann lassen wir das. Dann belassen wir das. Wir machen weiter, führen die Luftdirektiven aus, bevor ich mich da jetzt zu lange damit rumärgere. Aufklärungsmissionen werden geflogen. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht die ein oder andere Schwerpunktbildung des Feindes irgendwo aufdecken können. Viele Luftaufträge gerade. Kommen auf die 2000. Wahnsinn. 74 Flugzeuge verloren. Ich muss also nächste Runde wieder ein bisschen mehr aufpassen. Ja, wir sind in beiden Bereichen der Flotte 1 und 2 geflogen. Das hätte ich bestimmt besser lösen können. Aber es ist, wie es ist. Fangen wir im Norden an.
Da hatten wir jede Menge sowjetische Angriffe. Ich schaue jetzt hier nochmal rein. Die wurden aber alle recht eindeutig zu unseren Gunsten entschieden in den Bereichen hier. Ja, ja, hier wird es ein bisschen hakeliger. Schauen wir nochmal im Bereich der 18. Armee 1 zu 1,5, 1 zu 2. Da wird es dann schon ein bisschen wackeliger, das Ganze. So, dann führe ich jetzt die Einheiten wieder zusammen hier. Auf Refit, die lassen wir dann noch stehen. Tatsächlich werde ich jetzt hier oben eigentlich nichts weiter verändern. Wie sieht es mit der Munition aus? 59%, 57%, 65%. Ich befürchte, ich muss da irgendwie die nächsten Runden schauen, wie es da weitergeht bei den Sowjets. Hier haben wir schon den ersten Einbruch. Können wir die hier raushauen, die Infanteriedivision? 27,9. 14,6 zu 3,6, das machen wir mal. Hat nicht so wunderbar hingehauen. Aber mit zwei Angriffen haben wir die 247. Schützendivision nach hinten befördert. Schon mal sehr gut. Dann gehen wir weiter. Ich schaue mal nochmal die Kampfergebnisse an der letzten Runde. Hier haben wir zweimal, einmal recht knapp gehalten, einmal einigermaßen eindeutig. Aber insgesamt ist der Raum schon auch unter Druck. Ja, müssen wir mal schauen, welche Einheit nicht verschieben kann. 86. Infanteriedivision. Die kann hier eigentlich nicht weg. Hat man angegriffen, oder? Nee, da unten. Ist da was? Ich führe jetzt das dritte Regiment hier wieder zurück zu der Einheit. Dann sind sie vollständig, dann können sie besser operieren und wir nehmen jetzt hier uns 183. Infanteriedivision ein Regiment daraus. Das sollte ausreichen. Ja, scheint zu passen, das reicht aus. Viel mehr, denke ich, muss ich da hier machen. Ich muss jetzt bloß schauen, der Nachschub wird hier langsam knapp. Der Nachschub wird hier langsam sehr knapp sogar. Gut, dann gehen wir in den Bereich Moskau. Hier schauen wir uns erstmal an, wie gut die Aufklärungsarbeit war. Schwer zu erkennen, aber ich glaube, dass wir das meiste, was hier im Hinterland steht, sehen können. Ebenfalls in dem Bereich. Also muss ich mich jetzt mal darauf verlassen, dass hier die Vorhersage, was für Einheiten hier stehen oder wie viele Einheiten hier stehen, einigermaßen korrekt ist. Können also sehen, naja, hier brechen sie durch. Da wäre es natürlich schön, wenn ich die irgendwie einkesseln könnte. Ich führe mal einen Angriff hier. Oh, nicht. Hat nicht geklappt. Kann ich den nochmal angreifen? Geplanter Angriff. Ja. Haben wir die Brigade in die Flucht geschlagen. Der Durchbruch hier der zwei Divisionen gefällt mir nicht. Eine Brigade, eine Division, eine Brigade. Da muss ich irgendwas entgegenwerfen, und zwar etwas, was ich nicht habe. Einheiten. Doch, habe. Die 58. Infanteriedivision. Oh, ist die stark. 58. Nicht schlecht. Jetzt bin ich mal von Refit runter. Ach, jetzt komme ich da nicht hoch. Im Rückgängig machen? Nee, shit. Oh nein, jetzt gebe ich hier oben eine Festung auf. Mein Gott, Alex. Oh no. Jetzt gebe ich hier oben, jetzt habe ich die Dreierfestung aufgegeben. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ja, damit habe ich jetzt, wurde der Übel hier oben meine Dreierfestung aufgegeben. Ach, ist das ärgerlich, im Wald auch noch. Hargotzack. Gut.
Lässt sich nicht ändern, Fehler passieren. Es wurden an die Division irrtümlicherweise falsche Befehle geschickt, meine Damen und Herren, und dementsprechend hat sie ihren gut befestigten Stellungsraum verlassen. Und er lässt eine klaffende Lücke hier an der Front. Ah, Gott, sag, ärgerlich. Gut, es ist, wie es ist. Dann schauen wir uns mal hier noch mit einigermaßen gut ausgerüsteten Einheiten eventuell den ein oder anderen Gegenschlag führen. Wetter ist Snowfall. Dann 60. Schützendivision in die Flucht geschlagen. Munitionsmäßig geht es sich noch einigermaßen aus. So, wo wurden wir jetzt hier zurückgeworfen? Hier mal gehalten. Hier musste man es zurückziehen. Hier musste man es zurückziehen und hier mal recht gut gehalten. Dann würde ich sagen, die Gebiete neu erobern muss ich nicht. Wobei, ich könnte schon hier ran. Könnte hier ran. Hier haben wir Sumpf zum Verteidigen. Da drüben ist bloß noch Wald. Ist da was? Wir gehen hier ran mit der 96. Ich denke auch, wir sollten mal die 61. Division mal gegen die Panzerdivision hier kämpfen. Ja, die 12. Panzerdivision in die Flucht geschlagen. 48 von 51 Panzern zerstört. Die ist nahezu komplett zerlegt hier, die 12. Panzerdivision, sehr gut. 3.800 Mann von 4.000, also 1.000 Mann sind da übrig und 10 Panzer. Die Panzerdivision ist jetzt erstmal, ja, nutzlos jetzt vielleicht nicht, aber deutlich, deutlich eingeschränkt in ihrem Kampfwert. Schauen wir nochmal, was wir hier noch für Angriffe hatten. Hier haben wir ganz gut gehalten. Ebenfalls, ja, 1,3, da wird schon ein bisschen enger. Ich schaue nochmal rein. 3 Angriffe, der erste 1 zu 1,3, 1 zu 6 zu 1, 1 zu 2,6. Also der Bereich ist schon massiv unter Druck. Was machen wir da? Die 36. Motorisierte, die ist hier sehr stark. Ich muss hier was rauslösen, die 8. Infanteriedivision. Ja, die steht gar nicht so schlecht da. Ich überlege tatsächlich, ob ich nicht eventuell. Die 3. motorisierte Division sollte ich vielleicht auch mal auf Refit stellen. Ja, die sollte ich mehr. Wisst ihr was, die lassen wir jetzt mal auf Refit. Lassen wir da mal stehen. Was haben wir denn hier noch für Einheiten? Die 106. Die 206. Die könnten beide noch eingesetzt werden. Ich habe natürlich trotzdem. Möchte ich mir die eigentlich als ein ganzes Reservekorps mal zurückbehalten? 3. motorisierte. Weißt du was, ich bringe jetzt mal hier Richtung Moskau ran. Jetzt mal den Kessel hier zum Moskau noch einen Tick engmaschiger führen. Die 28. Infanteriedivision sieht eigentlich auch schon wieder relativ fit aus. Ein bisschen mehr Munition könnte sie gebrauchen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse mir noch ein wenig. Ich glaube, ich muss ja tatsächlich noch ein bisschen mehr überlegen, wie ich die Einheiten hier verschiebe. Hier oben im Sektor sieht es nämlich echt nicht gut aus. Ich bräuchte noch mindestens eine Einheit, die als Reserveeinheit dienen kann, die also eingreift, wenn es zu. Ja, aber wohin? Wo sollen die durchbrechen? Durchbrechen können sie nicht, dann kann ich sie immer noch abfangen. Mit dem motorisierten Chor hier eben. Ja. Die 30. Infanteriedivision auf Reserve geschaltet, die ist auch schon wieder recht fit hier. 106% Munition, dann sollte ich die doch. Nee. Da lasse ich mir ein bisschen Zeit. Machen wir in der nächsten Ausgabe. Würde mich freuen, wenn ihr mit reinschaut.
Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative, natürlich auch strategische Entscheidungen. Auf all euren Schlachtfeldern macht es gut. Ciao, pfiat's euch, servus.